Ach, der wollte rechts rüber, na, das ist ja schön. Ja. Ich habe den extra abgewartet, damit dass ich links rüber kann. Guck mal, das kann jetzt auch keiner richtig überholen, weil das so breiter Ding. Und wenn ich mittig fahre, so, ragt das zu beiden Seiten ein Stück raus. Also genauso auf der weißen Linie sozusagen. Ah, das ist schon krass. Krass breit auf jeden Fall. Vor allem, wenn die so eine. Fahre ich viel lieber rechts, ey. Also. So einer Bande immer. Das ist nicht einfach. Wir fahren ja auch ordentlich unsere 90. Ich fahre nicht schneller mit dem Ding. Schneller geht, glaube ich, auch gar nicht. Ja, 70 dürften wir eigentlich nur mit dem. Also fahre schon. Können wir mit 80 fahren, dann werden wir wenigstens nicht so. Obwohl wir 75 werden wir nicht geblitzt, mit 80 werden wir schon wieder geblitzt. Ja, ist immer ganz lustig mit der Toleranzgrenze von 5 km/h. Die ist hier nämlich wirklich genau 5 km/h. Da kann man einfach Tempomat 75 fahren, wird bei 70 nicht geblitzt. Wobei für die Autos das eh schneller ist, das ist ja nur so ein. Für Trucks. Aber worauf ich jetzt gerade richtig Bock hätte, wäre American Truck Simulator. Der ist ja noch nicht draußen. Leider. Das finde ich echt schade. Hätte ich richtig Lust drauf. Vor allem, wenn wir hier gerade den Kenworth überholen. Schönes Ding. Das ist ein flacher amerikanischer Truck, der ist auf jeden Fall geil. Ich kann es leider nicht einschätzen, ob ich schon rüber kann. Ich mach's einfach. 600 PS only. Was? Achso, mehr 600 PS only, irgendwas. Was auch immer, ich hab den hier ganz gelesen. Aber wir müssen jetzt einmal quer durch die Griechenland sozusagen bis an die andere Küste, damit wir dann von dort aus runter nach Tripolis die Fähre nehmen können. Müssen wir hier nicht rechts runter nach Tripolis? Ich dachte, wir müssen hier rechts runter direkt nach Tripolis. Ach nee, Tripoli. Ja, was? Ach so. Aha. Die Stadt gibt so und so, weil wir müssen ja nach Tripolis und das ist Tripoli. Interessant. Machen die hier einfach auch so eine Stadt, die genauso heißt wie unser Zielstadt. Ach so. Ah, von den LKWs dürfen hier nur welche lang, die mehr als 600 PS haben. Eben wegen diesem Berg. Was macht der denn jetzt? Wechselt die Spur wegen dem Bus? Oh, scheiße. Sein Anhänger, der fährt aber nicht so ganz konform. Hallo! Los bei dir, Digga! Was denn das? Na geil. Das ist jetzt ein Spaß hier. Maßarbeit. Jedenfalls rechts. Links noch nicht so ganz. Jo Leute, ne? So macht man das. Korrektes Überholen. Weil der Bus nicht fahren kann. Ja, es ist stehen geblieben. Sehr schön. Boah! Ich gerade so rüber, ey. Alter Schwede. Aber wir kommen auch nicht auf mehr. Das hört genau da auf. Also, wir können es jetzt versuchen. Und der nächste Gang sagt dazu, nee. Am vierten geht das alles. Ja, geht diese Begrenzung von wegen 600 PS und mehr only, ist eh total dumm, vor allem wenn man jetzt wie wir hier 45 Tonnen hinten drauf hat. Kann man gar nicht schneller fahren. Ja, ne. Hab natürlich nicht daran gedacht, dass man hier so schön bergauf jetzt fährt. Ich glaube, hinzu bin ich das alles bergab gefahren. Das war wesentlich einfacher. Ich mache da mit dem Tempomat an.
Ich kann den Tempomat nicht anmachen? Ach so, erst ab 30. Scheiße, wir haben 24. Nein. Mies. Mies. Aber weil es ja noch steiler hochgeht, ey. Eieieiei. Naja. Das dauert natürlich jetzt auch ordentlich. Ich bleibe einfach im vierten Gang, das wird schon irgendwie gehen jetzt. Anscheinend nicht. Ich bin immer langsamer. Komm schon. Oi. Jetzt bleiben wir schön bei 17 km/h. Ich sehe aber auch nicht, was hinter uns ist. Das ist halt ein bisschen schade. Oh yeah. Jetzt muss ich hier mal ganz kurz gucken. Okay. Ja, ich bin hier gerade noch ein bisschen mit dem Spiel nebenbei beschäftigt, aber das. Von wegen Handy am Steuer und so, ne? Ja, ist natürlich das der Spaß, dass ich schalten darf. Oh, jetzt überholt mich schon der Bus von gerade eben. So, kann mein Handy auch wieder beiseite legen. Jetzt zeigen wir dem Bus mal, wie das hier geht. Achter Gang rein. Ah, so unser Ängster hier. Konkurrent jetzt. Elefantenrennen. Wenn der schon ein bisschen Vorsprung hat, dann holen wir auf. Ich fahre jetzt bewusst die Gänge aus. Einfach weil, ne? Mit dem Ding hinten dran. Ach, ich sehe schon die Straße vor uns. Guckt mal unten rechts auf die. Im Route Advisor auf die Karte. Sieht nicht ganz so geil aus. Wir sind sehr kurvig. Ja, jetzt steht hier auch, Achtung, scharfe Kurve. 80. Und natürlich, jetzt geht's bergab hier. Wie viel? 10%. Geil. Und wir haben erstmal eine scharfe Kurve. Oh, ja, genau, Alter. Ich brauch Platz, ey. What the fuck? Alter, das ist trotzdem geknipst. Schade. Gerade extra nochmal abgebremst, damit wir den Blitzer nicht erwischen. Ja, war auch gut so wie in der Kurve hier. Oh, ja, links, nein. Ich sehe natürlich so, dass wirklich keiner an mir vorbeikommt. Aber besser geht's auch nicht. Och man, das ist doch wieder behindert. Weil der fährt einfach nicht, ne? Also, hier könnte man unseren Anhänger bestauen. Wird in nächster Zeit eh nicht losgehen, da kommen Millionen von Wagen. Also. Sieht auf jeden Fall, dass wir fette drauf haben. Ja, die hinter uns, die können nicht fahren, weil ich. Hab ein bisschen spät gesehen, dass wir hier abbiegen müssen. Ja, was haben die sich gerammt? Jetzt fahr! Hallo! Der blinkt doch links, jetzt hätte er fahren können, wo die gerade den Unfall gebaut haben. Oh, ist das ein Idiot. Also Unmengen von Verkehr. Wir werden hier nie wegkommen. Einfach weil es auch keine Ampel gibt, ne?
guck doch mal hier. Die LKWs, die, man sieht es auch, also die normalen LKWs, die bangen nicht, aber all die Zugmaschinen, die einen Skin, also all die Autos, die einen LKW-Skin haben. Jetzt fahr! Alter, ist das ein Idioten, Mann. Oh, jetzt! So, Ernest, Alter. Bleibt ja nochmal auf der Kreuzung stehen, ey. Einfach nur, um zu beweisen, was. So ein Idiot, ne? Ganz Zeit bauen die Unfälle. Wenn die da Unfälle bauen, kann er auch ganz schnell rumdüsen, ey. Oh, ich hasse das, wenn da so ein KI vor einem steht. Ich wäre aber losgefahren, weil die von vorne kommen, die hätten automatisch gehalten. Das wäre dann so. Na? Easy going. Oh ja, hier scharfe Zickzack, ich sehe das schon. Ei, ei. Ah, Mann, Alter, ich weiß auch nicht, was für Gänge. Oh, schöner Frankfurt. Was für Gänge man hier am besten dann fährt, ne? Dann kommen wir hier gleich zur Fähre. Ja, hier muss ich auch wieder abbremsen. Aber 60 ist eigentlich noch 10. Uiuiui, hat eine Kurve. Ah, hier natürlich schön der Hafen, ne? Ganz viele LKWs. Ja, hier sieht man dann wieder ein paar Autos, ne? Normale Autos. Uiuiui. LKW von vorne. Ach nee, scharf links, das geht ja gar nicht. Natürlich dann auch noch hier so auf dem Berg. Boah. Den glaube ich ausmachen. Ja, genau, da steht jetzt auch noch hier ein Anhänger auf unserer Spur. Das ist immer gut. Steht da auf einer anderen Spur. Da hat man sich auch welche zu schade, ihre Anhänger mitzunehmen. Ey. So, Griechenland verlassen, jetzt sind wir in Europa. Er ist auf dem Kalamata. Der Hafen gehört zu Kalamata. Und da ist ein Blitzer. Und der hat uns natürlich geblitzert. Schade. So. Sind wir hier am Hafen? Wo geht's denn lang? Ah, da. Das kriegen wir hin. So, und wir wollen nach dahin. Tripoli. Aufbrechen. 20 Stunden 30 Minuten. Ist natürlich ein ordentliches Stück. Uiuiui. So, geringer Luftdruck. Ja, das ist passiert mir wie immer. Bauen wir ein bisschen Luftdruck auf, ne? Da müssen da denn immer so scharfe Kurven sein, wenn wir so einen fetten Anhänger hinten drauf haben. Oder fährt ein Schiff. Also eigentlich nur so ein Schlepper. Aber natürlich geil, habe ich noch nie gesehen, dass hier auch was dann so fährt. Oder ein Schlepper, sehr nice. Können wir auch kurz jetzt nach links gucken. Okay, warte, ich muss dem erst ausweichen. Jetzt können wir noch nach links zu. Der zweite Schlepper fährt auch den zweiten. Ist natürlich geil. Mir noch nie so aufgefallen. Aber in so vielen Häfen waren wir auch noch nicht. Naja. Also irgendwas ist da rechts. Ich kann mal kurz gucken. Ah, ein Autohändler, glaube ich. So, wir müssen jetzt links.
3, nein. Aber nachdem. Ui. Jo, lass uns das Schild da mitnehmen. Ach komm, hör auf hier. Ich muss mal richtig durchdrücken, weil. Na? Bei Dirt Rally, da springt der einfacher rein, ne? Finde ich. Aber ist natürlich auch Geschmackssache. Vielleicht liegt es einfach daran, dass bei Dirt Rally, wenn ich den Gang so schalte, schaltet er automatisch auch. Das kann man nicht ausstellen, das ist total behindert. Das ist irgendwie, als ob der so. Du hast zwar die Haarschaltung, aber die Kupplung ist kackegal. Muss ich mal schauen, ob ich das vielleicht nochmal richtig einstellen kann. So, das ist die Garage und da vorne ist auch schon unser Ziel, FCP. Fahre ich auch schon mal auf die linke Spur. Wir müssen ja hier vorne dann rum. Natürlich auch super gemacht. Wo soll ich denn hier rum, Alter? Ich glaube, ich sollte da einfach so rum. Das war schon richtig, wie wir das hier gemacht haben. Ja, FCP ist natürlich immer eine tolle Location zum Einparken. Ja, alle lieben es immer bei FCP einzuparken, das macht immer super Spaß. Und bei den tollen Kameras, die wir haben, diese hier, Rückfahrkamera, schon mal was von gehört. Das ist richtig hässlich eigentlich gerade. Ich dachte, ich hätte Rückwärtsgang, dann fahren viele los. Mann. Ach Gott. Nee, ne? Da fängt das schon wieder an hier. Boah, das kann jetzt ein bisschen dauern hier. Einparkskills à la Yannick. Komm, Maus, jetzt hör auf wieder zurückzugehen. So. Ja, automatisches Einparken, da brauchst du schon sowas. Gut natürlich, wie jetzt auch unsere Kamera damit geht. Irgendwo mal so ein Punkt, aber nee, natürlich nicht. Ja, ich habe jetzt mit Absicht mal in die Kamera geschaltet. Ich kann mit jetzt fahren, eigentlich gar nicht fahren. Deswegen, aber ich. Mann, das ist halt jetzt kacke, weil ich habe die. Nicht die andere Perspektive zu machen. Natürlich toll, wenn man immer schon falsch rum los. Mann, jetzt ernsthaft. Hä, was? Hasse einparken mit. Einfach wegen dieser Kamera. Ich will. Alter, da gibt's eine Rückfahrkamera. Welcher Kackmod macht denn meine Kameras kaputt hier? Das ist total hässlich. Boah, lenk schneller rum, du Alter. Nein, nicht so. Ja, toll, jetzt stehen wir natürlich perfekt. Aber nicht perfekt für das Spiel. Mann, das habe ich nicht mal gedrückt. Oh. Cool ist natürlich, wenn man so rückwärts fährt, sieht man richtig viel. Wenn man so rückwärts fährt, naja, Richtung erstmal wieder gelenkt. So ist natürlich mal easy peasy, ne? Also ist irgendwie auch kaputt.
Aber mir fehlt echt da die Rückversicht, da cool 3000 abzukriegen auf 14.000 für den Auftrag. Aber wir sind Level abgekommen, Level 18. Sparsame Fahrweise, nee. Ach. Immer die hochwertige Fracht. Mit Sternchen und so. Ja, ich werde zunächst mal auf jeden Fall mal schauen, wie das dann ist mit den ganzen Mods, dass wir wieder Autos statt LKW haben und dass ich auch eine Rückfahrkamera habe. Irgendwelche Mods müssen da ja. Also ich werde alle Mods rausnehmen, außer die Map-Mods, und dann mal schauen. So, wir hören hier jetzt einfach mal auf. Ich würde sagen, das war's für den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, haut da rein, habt da Spaß. Ciao, ciao!